Ja, und von der entthronten deutschen Hauptstadt in eine Metropole, die derzeit Hauptstadt des Kinos ist. Das Filmfest in Venedig gehört zu den wichtigsten Festivals der Branche auf der Welt. Gestern wurde es eröffnet. Schon das Panorama der Stadt bietet bestes Kino. Und in diesem Jahr konkurrieren 21 Filme um den Hauptpreis, den Goldenen Löwen. Ein deutscher Streifen ist nicht darunter, aber außerhalb des offiziellen Wettbewerbs läuft neben der NDR-Koproduktion, dem Dokumentarfilm Riefenstahl, auch der Film September 5. Der erzählt die Geschichte der Geiselnahme israelischer Athleten während der Olympischen Spiele 1972 in München. Und zwar aus der Perspektive eines Fernsehteams. Anja Miller und Antje Harries über den Film einer Tragödie und den Glamour in der Lagune. Nirgendwo kann man schöner ankommen. Stars wie Angelina Jolie lieben den Lido, den sommerlichen Flair des Festivals. Die Biennale von Venedig zieht sie geradezu magisch an. Roter Teppich mit Isabelle Huppert, Präsidentin der Jury, Kate Blanchett und eben Angelina Jolie. Die Schauspieldiva spielt in dem Film Maria die reife Operndiva Maria Callas. Streaming-Plattformen kommen hier genauso zum Zug wie traditionelle Filmproduktionen. Immer wieder gewinnen einige nach dem Goldenen Löwen einen Oscar. Das macht das Festival für die Branche so attraktiv. Zudem werden aktuelle und relevante Themen der Gegenwart aufgegriffen. Das macht allen voran ein Film aus Deutschland, September 5. Es sollen heitere Spiele werden 1972 in der Bundesrepublik Deutschland. Olympia in München. Das Sportteam des US-Senders ABC sendet die Wettkämpfe erstmals live. Und jetzt? Wir leben in einer Zeit, wo sich die Medienlandschaft konstant verändert oder jeder im Prinzip eine Kamera in der Tasche. Und ich glaube, dass gerade heute es interessant ist zu gucken, wie zum ersten Mal im Live-Fernsehen über ein Ereignis dieser Art berichtet wurde. Wir haben Schüsse gehört. Am 10. Tag der Spiele nehmen palästinensische Terroristen Mitglieder der israelischen Delegation als Geiseln. Alle 11 sind am Ende tot. Erzählt wird September 5 aus der Senderegie von ABC. Der Frieden der sogenannten heiteren Spiele wurde heute erschüttert. Wir folgen der Story, so wie sie passiert, in Echtzeit. Ist tatsächlich so passiert, aber unser Film setzt sich ja mit der Frage auseinander, was passiert, wenn man eine Kamera wo drauf hält, live und darüber berichtet und welche Art der Entscheidung muss man treffen, wenn man über Breaking News berichtet. Können die Terroristen auch zusehen? Ein spannendes und kluges Kammerspiel über die ethischen Fragen medialer Berichterstattung. Engagiertes und beklemmendes Kino auf internationalem Niveau. Auch deswegen wurde der Film zum Festival nach Venedig eingeladen. Jurymitglied Julia von Heinz, selbst Regisseurin, schätzt Stoffe, die politisch relevant sind. Ich freue mich, wenn mich ein Film bewegt, weil er was über unsere Gegenwart aussagt, durchaus auch politische Fragen aufwirft. Kino könne nur dann relevant bleiben, wenn es sich den aktuellen Krisen und Fragen stellt und hilft, sie zu verstehen, sagen die Veranstalter.